Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde Guild Wars 2. Mit mir dabei ist natürlich der Raijin. Hallo! Und wir sind immer noch auf der Klaueninsel. Also wir versuchen sie zurückzuerobern. Die von uns geklaut wurde. Dann heißt ja auch die Klaue. Ob Alan Keel auch hier ist? Nee, die drückt sich. Ja, stimmt. Die hat Angst. Aber der Hörni ist da. Ach so, ja. Dann ist alles in Ordnung. Ich dachte schon, es wäre jetzt schlimm hier die Lage, aber sobald der da ist. Well done. We've secured the docks. What about the courtyard, Marshal? That big dragon thing will be on us the minute we charge in there. We need to retake the ramparts and deploy siege weapons. Then we can cover the sky while we clear the courtyard. I can help there. Priory alchemists have crafted special ammunition to weaken champions like that one. We can force that monster to the ground. Once you get it down, we'll get it dead. Put your trust in Vigil Steel. Alles klar. Put your trust in Vigil Steel. Vigil. Rachel. Komm, Trahern, ein bisschen schneller bitte laufen. Wenn du da unten kämpfst und stirbst, ich lauf hier hoch. Nur um's zu sagen. Nicht, dass da gleich wieder kommt. Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Everyone, calm. Der hat Mentos Fresh gerade eben noch genommen. Boah, hier ist irgendwo ein Mesmer. Sag mal, was kann Trahern eigentlich nicht? Es ist ein Nekromant, der ein Schwert hat, mit dem er Blitze verschießen kann und Mesmer-Skills. Ja. Will der mich verarschen? Nein, ich will auch nicht mit dir reden. Boah, Gott, verdammt nochmal. Los, beeil dich ein bisschen. Ach so, die Scheiße. Ich geh mal hinten. Nee, ich glaube, das überlebe ich alleine nicht. Warum nicht? Weil ich so schwach bin. Ja, und weil die ganzen NPCs eh mit mir laufen. Ja, richtig. Nee, wenn man da schon schön zusammen hier. Denn zusammen sind wir stark. Together we are strong. Da, da, di, da, da. Oh, das ist ein Veti. Ja, natürlich. Also es ist ein wichtiger Punkt, der hier verteidigt wird. Oh ja. Ein roter Kreis. Der Veti-Punkt, genau. What the fuck? Ach, die schaffen das schon da unten. Yippie! Hoppala. Noch ein Veti. Ey, was kann der Kerl eigentlich nicht? Das geht mir so auf den Sack, der Kerl. Ja. Der kann alles Tolle und wir können nur hier Bullshit. Standardgrütze. Ja. Das, was alle können. Ja, echt. Auch eine Waffe, die so cool ist wie seine. Ja. Könnte ihn einfach töten. Besser aussieht. Einfach besser, ja. Die Optik ist ja super geil. Passt doch zu ihm. Ja. So, was ist hier los? Was? Fickende Untote auf meiner Klaueninsel. Aussprechen, aber... Dafür bin ich zuständig. Sofort, dass es doch getan wird. Ist alles mein Part. Komm hier, Rampage is won! Yippie! Das sind gerade drei Vitis. Ja, und? Problem? Nee. Solange sie auf dich prügeln. Ja. Ich kann das ab. Auf dich rumprügeln. Es prügelt keiner auf mich. Ach, hier. Lass mal den Pussy-Mode stecken. Fang mal an zu kämpfen. Gerade Pussy. Vorsicht. Bitte nicht in meinen Videos. Ich habe einen YouTube-Kanal aus Deutschland. Vergiss das bitte nicht. Warum?
Warum? Ich möchte keinen Strike erhalten, weil du hier indizierte Lieder von Rammstein singst. Ist das indiziert bei euch? Ja. Echt? Ah ja. Roffel. Ich habe das Video zum Beispiel noch nie gesehen, was mich jetzt nicht wundert. Das Video ist indiziert. Ja, ja. Und den ganzen Rest habe ich auch noch nicht gehört. Nicht? Und es ist ja nicht so, dass die nicht ständig hier auch Auftritte haben und so. Ne? Ja. Zuletzt auf Wacken mit Heino. Mit Heino? Mit Heino. Oh, super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das cool von ihm. Ich meine, es gibt nicht viele Leute in seinem Alter, die meinen, die vorher halt nur Schlager gemacht haben und meinen, sie müssten dann mal zu Wacken gehen. Ich finde das lustig. Ja gut, ich kenne andere, die irgendwie am Metal-Konzerte, Festivals aufgetreten sind. Deutsche ja. Gangster-Rapper. Aber es passt halt nicht zu ihm. Was? Deutsche Gangster-Rapper? Ja. Wer? Der gute Herr Bushido. Ach, das ist doch. Das ist doch irgendeiner Pisser. Ja, richtig. Weil der meinte auch mal, müsse an einem Metal-Festival irgendwo auftreten. Nee, also ganz ehrlich, der Kerl ist ein No-Go, wenn irgendwelche Bushido-Fans unter meinen Zuschauern sind. Verpisst euch, danke. Zack, 50 Abos weniger. Nein, ist mir egal, das ist so scheiße. So scheiße. Also ganz ehrlich, da gebe ich mir lieber den ganzen Tag Justin Bieber als nur eine Sekunde. Ja, ich frage mich da auch immer, was sind das für Leute, die diesen Dreck hören? Ja, also, das kann ich dir sagen. Das ist die, ey, Alter, ey, voll krass, Mann, ey, hier, ich schau dir aufs Maul, ich fick deine Mutter. Die Leute, ja, bitte, sind das. Ja, tut dir keinen Zwang an, ne? Ja. Die Generation, wenn es drauf ankommt, Schwanz einziehen und... Fresse. Das ist wirklich gruselig, dass wir unsere Sätze gegenseitig brüllen. Nein, ich möchte jetzt nicht retzen. Ich wollte eigentlich looten, aber ist okay. Nee, also ich meine, jeder soll seinen Musikgeschmack haben, wie er will, aber... Ja, aber da gibt's Alternativen. Leute. Und das, was er macht, ist einfach nur... Echt? Also... Manchmal wünsche ich mir den guten amerikanischen Gangster-Rap, wo die noch auf die Straße gehen und sich gegenseitig über den Haufen schießen. Ja, genau, das würde ich mir für ihn auch wünschen. Wäre halt in dem Fall. Notschlachten wäre auch gut. Notschlachten? Oh. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen den Hof einnehmen. Haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Ja. Warum immer wir? Ja, weil Traherne schwer beschäftigt ist mit seinem Schwert hochhalten. Ja, stimmt. Hallo, stehen bleiben. Bleiben Sie mal bitte stehen, junger Mann. Ah. Hallo, Fräulein. Yippie! Dreimal Totenfleisch, ja, bitte. Hammer im Angebot. Ist heute... Ne, hier. 2 Kilo. 2 Kilo für 29,95. Ja. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Aber Frau Meier hat ihr sagte... Hast du schon gehört? Scheiß Stimmbuch. Genau, der wird's sein. Warum ritze ich dich eigentlich? Mich? Du musst hier Gegner töten. Das frage ich mich auch. Bin ich gestorben? Hab ich einen Superleg? Ich hab bestimmt einen Superleg. Super. Ist das ein Quaggan? Sind die einzigen, die in Guild Wars 2 ungestraft die ganze Zeit am Fluchen sind. Ja. Geile Viecher. Ein Grund mehr, einen zu spielen. Die werden niemals spielbar sein. Aber die Skrit. Nein. Und die anderen, von denen ich schon den Namen vergessen habe, auch nicht. Tengu. Nein. Die anderen, die du so toll findest. Ja, dass die auch nicht spielbar sein werden, das weiß ich selber, aber... Es wäre eine coole Rasse. Ach, ich will die Tengu haben. Nein, ich will Kanta haben. What the fuck? Tengu. Kantana. Tengu am Arsch. Ja gut, das sind ja auch nur Menschen, ne?
Aber da könnte man zum Beispiel echt gut die Tengu einbauen. Weil in Kanta waren ja auch die Tengu-Kriege. Obwohl sie eigentlich aus Tyria kommen, also so, what the fuck. Die Tanga-Krieger. Tanga-Krieger. Da könnte Yuri mitmachen. Das sind eigentlich die Amerikaner, gehen in andere Länder und machen da Krieg. Oh. Super. Prepare yourself, troops. Wait for the dragon to come around. Da vorne steht er. On my order, wait for it. Der kommt nicht mehr down, der steht schon da vorne. Halt die Schnauze, du Blöder. Und plötzlich ist er gedespawnt. Okay. Auf geht's gegen seine Kralle. Ach, sei einfach ruhig. Der Kampf dauert so unheimlich lange, wenn man ihn alleine macht. Warum machen wir die jetzt zu zweit? Aua! So. Weißt du, auf der einen Seite ist ein Vieh, was dich ranzieht, auf der anderen Seite viert er dich. Kann er sich nicht mal entscheiden. Das sind ja zwei verschiedene. Och, der geht aber gut da. Watch out! It dropped poison. Stay away from it. Hallo? Löst du meine Falle auch aus? Oder bist du immun gegen Fallen? Was denn los? Ja, das ist Poison. Ja. Hast du Trahern nicht zugehört? Komm. Hier schön Maniküre. Heute super Sparangebot. Maniküre? Oh, ich krieg hier vorne aber auch noch was. Da vorne kriegt man nochmal extra Vergiftung. Ist ja voll scheiße für die Nahkämpfer unter uns. Ja. Hallo, Forger Baron, könntest du mich retten, wenn sonst schon keiner tut? Nö, der steht einfach nur blöd vor mir. Du darfst nicht zu nah vorne rangehen. Ach du! Oh, Trahan. Du bist schlimmer wie Logan. Kannst du dich noch an den ersten Run in der Flammenzitadelle erinnern? Flammenzita. Ja, Logan die ganze Zeit. Ja. Pass auf, Feuer! Pass auf, Feuer! Pass auf, Feuer! Ja. Flammenzitadelle, mein Freund. Nee? Merkst du selbst. Oh, was ist hier los? Nimm mal ein bisschen Schaden, mein Freund. Das ist auch so ein typischer Kampf, der einfach zu lange geht. Ja. Ach, das soll ja episch sein, ne? Nicht hingehen, Drachen kurz anklatschen und fällt aus dem Latschen. Hoppala. Wenn dieser dusselige Charmier nicht die ganze Zeit irgendwie im Ruck... So, gehst du jetzt, wo ich mit dir geredet habe? Nö. Interessiert einen Scheiß, ne? Und 90% von den Sachen, die er ansagt, kriege ich überhaupt nicht mit, weil... Das, was er ansagt, passiert bei mir nicht. Dieser NPC. Ernsthaft. Ja, mein Hans-Dieter macht das schon. Keine Angst. Dass er noch nicht mal Fallen auslöst. Das ist schon ein bisschen cheap von ihm.
Oh mein Gott, wir haben ihn getötet. Nee. Nee, er zieht sich ja nur zurück. Ja. Er kommt ja später nochmal wieder, zumindest sein großer Bruder. Take water. Take water. There's something in the water. There's something in the water. There's something in the water. And in so doing, save Lion's Arch as well. I do not know what lies ahead of us, my friend. But for the first time, I have hope. Hope that this alliance can save Tyria from the dragons. Hope for the future. Hope for Orr. Ja. Genau. Was kratzt dich, Orr? Geh sterben. Zudem ist jetzt Ellen Kill hier, Bürgermeisterin, Tussi, blabla, Rats. Bürgermeisterin. Und das ist die Angela Merkel von Guild Wars 2. Ja. So halt. Ach, wir müssen nach da oben. Ach, wie sie jetzt alle hier am Reden sind. Was hast du da für eine Technik benutzt? Papa. Wie das alles zusammenschweißt plötzlich hier. Ja, sind alles gute Buddies hier. BFF, ne? Plötzlich, weißt du? Ja. Vor zwei Paris Minuten. Und die Lindsay und die... Oh. Ja. Ach, wo jetzt? Wo muss ich hin? Muss ich hoch? Muss ich runter? Muss ich... Hoch. Sprecht mit was? Ach, und Trahern. Okay. Mit Herny, der hier oben steht. Ja. Als Erlöser. Der eigentlich nichts gemacht hat, außer die, ans Kreuz. Außer die ganze Zeit angesagt hat. Er ist das Kreuz. This is a momentous day. The tide of history has changed, Trahern. Indeed. Many people doubted. Even the orders weren't truly certain it could be done. Never before has Tyria been so united. Let Orr hear the echo of this battle. We can defeat the dragons. We will. Zaitan waits at the center of Orr, surrounded by a nation of undead. The battle to destroy the dragon will not be easy, but it can be won. There is a ruined fortress at the edge of Orr, south of the Shatterkleft Hills. From that high cliff, you can see the spires of Orr rising beyond the Straits of Devastation. We will take this fort and make it our own. The Pact will rebuild it. We will place our banners, and from there we will strike at the dragon's heart. I will make plans with the leaders of the orders and gather troops at that location. You deserve some well-earned rest, my friend. Join me when you are ready, and together we will find a way to slay Zaitan. Ich habe super knuffig von dir. Bla 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 bla. Ja, danke. Kannst du fortfahren? Entwickelt euch zu, der Pakt wird geschmiedet. Ja. Ja, das ist ja einfach nochmal ganz genau dasselbe. Ja. Kannst du eigentlich mal, was ist denn das hier? Schreiben der Belobigung. Ach, guck an. Gerade mal benutzen. So. Gegen Seitan berichtet, wir geben euch einen Löwenstein, um neue Befehle entgegenzunehmen. Ah ja. Weißt du, ihr habt euch noch ein bisschen Erholung verdient. Hm. Genau. Was denn? Neue Rüstung. Neue Rüstung. Ich werde diese Brust anziehen. Aber die ist schlechter wie meine. Nee, die ist besser wie meine. Was hast du denn für ein Noob-Equip an? Spannend. 47er. Ach du meine Güte, was habe ich denn eigentlich an? 55er, okay. Ach ja, ha, ich kaufe mir immer die Inni-Sachen. Stimmt, da war was. So, guck mal, neue Brust. Oh, hast du die Brüste machen lassen? Sehr schön. Mhm. Das andere sah besser aus. Plastik. Das sieht wirklich ganz komisch aus bei deinem Charakter. Was? Bei meiner Eris sah das anders aus. Plastik. Ganz komisch. Naja, okay. So, liebe Leute. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesen Videos sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.